Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei Pandido TV. Diesmal wieder mit einem spannenden Video. Goldraub im Gefängnis. Viel Spaß wünsche ich. Haha, alle Polizeiwagen sind weg. Jetzt haben wir freie Bahn, um zuzuschlagen. Ja, da hast du recht. Lass uns zuschlagen und den Laden schön leer räumen. Gut, dass wir den passenden Schlüssel dabei haben. Pass auf, das ist ein Kinderspiel. Schau mal, ist schon offen. Das war ja kinderleicht. Ja, und jetzt können wir den Laden leer machen. Komm, wir müssen schnell rein, bevor sie wiederkommen und irgendwas noch merken. Ja, ist klar, ich bin dabei. Jetzt geht's los, lass uns klauen gehen. Jetzt müssen wir nur noch die Tür aufkriegen. Ja, und dafür habe ich meinen speziellen Schlüssel dabei. Los geht's, lass uns die Bude aufbrechen. So, jetzt hier, genau, ja. Gleich müsste ich es haben, ja. Und, ja, ganz genau, es geht weiter. So, jetzt können wir die Tür auch aufziehen, genau. Haha, alles klar. Okay, pass auf, ich sag dir, wie wir es machen. Ich gebe dir alle Sachen raus und du packst sie auf die Sackkarre. Danach machen wir uns ganz schnell vom Acker, verstanden? Ja, verstanden. Ich warte hier draußen und pack die Sachen auf die Sackkarre. Ach, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Da sind wir auf eine echte Goldgrube gestoßen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dieser Fund macht uns reich für die nächsten 20 Jahre. Wenn wir das Gold verkaufen, sind wir die reichsten Gangster der Welt. Und, ist alles aufgeladen? Ja, ja, war gemacht. Ist auch alles dabei. Okay, dann lass uns schnell gehen. Bevor noch was Schlimmeres passiert, Polizei oder so. Ach, ich höre schon ein Auto. Ah, da kommt wirklich ein Auto. Wir müssen uns schnell aus dem Staub machen. Ich gehe in diese Richtung und du in diese Richtung, okay? Alles klar. Ah, verdammt, wir sind ausgeraubt worden. Jemand ist ins Gefängnis eingebrochen. Das kann doch nicht wahr sein. Mist. Lass uns doch mal schauen, was so alles fehlt. Und dann geben wir auch direkt eine Anzeige und die Fahndung raus. Alles klar, auf geht's. Oh nein, siehst du das? Die Tür ist aufgebrochen. Und dann auch noch die Asservatenkammer. Oh nein, da war unser ganzes Gold gelagert, Jerry. Was? Unser ganzes Gold ist weg? Oh nein. Okay, komm, wir gucken nach, was fehlt. Das ganze Gold vom Bankraub ist weg. Alles, was wir sichergestellt haben, wurde geklaut. Oh nein, dabei war das doch so gut gesichert hier im Gefängnis. Lass uns mal auf Spurensuche gehen. Hey Jerry, guck mal hier, siehst du das? Da vorne am Tor, da sind Schmauchspuren. Wahrscheinlich von einem Brecheisen, würde ich sagen. Oh ja, und guck mal, da vorne auch. Okay, lass uns ins Büro gehen und dann melden wir das. Ja, okay. Okay, Jerry, lass uns die Videoaufnahmen überprüfen. Vielleicht finden wir ja sowas über diese Täter heraus. Okay, dann wollen wir doch mal nachschauen. Oh, guck mal, da ist was. Sieh dir das mal an. Siehst du das? Dieser Hut da bei dem einen Verbrecher. Der müsste aus einem speziellen Hutladen sein. Lasst uns da nochmal näher ranschauen. Vielleicht kriegen wir so ja den Verbrecher. Wir müssen dann nur noch beim Hutladen vorbei und gucken, wer sich den Hut gekauft hat. Näher ran, bitte. Ja, das ist eine richtig gute Idee, hör mal. Ja, ich glaube, so müssen wir es schaffen. Gute Arbeit, gute Arbeit. Ja, hast du recht, das stimmt. Okay, dann lass uns mal los. Wir wollen keine Zeit verlieren. Auf geht's. Nehmen wir dein Auto? Ja, natürlich nehmen wir mein Auto. Was denn sonst? Was ist da denn los? Was wollen die denn hier? Die müssen sich doch verfahren haben. Was wollen die denn hier an unserem Hutladen? Das geht ja überhaupt nicht. Oh Gott, die sehen aber echt unfreundlich aus. Ja, stimmt. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das eine gute Idee war, hierher zu fahren. Aber wir müssen erstmal mit der Befragung beginnen. Okay. Guten Tag, werte Damen und Herren. Können wir Sie kurz stören, bitte? Was wollt ihr denn hier? Ja genau, was wollen die hier? Personen aus eurem Berufsstand sehen wir hier nicht gerne. Was soll das? Kennen Sie die Person auf diesem Bild hier? Wir suchen ihn wegen dringenden Tatverdachtes. Ja, ja, sieht gut aus. Ja, der kommt ab und zu hierher und kauft Hüte. Ich kann aber weiter nichts dazu sagen, außer dass ich ihn ab und zu in meiner Straße sehe, zum Zeitungen kaufen. Er wohnt in der
Bahnhofstraße 27. Und ist das jetzt alles, was Sie wissen wollten? Dann würden wir Sie bitten, zu verschwinden. Ja, jetzt haben wir doch eine Spur, oder? Ja, genau. Wir fahren jetzt sofort zum Haus der Verbrecher. Und dann schauen wir mal, ob wir sie nicht noch auf frischer Tat ertappen können. Okay, los geht's. Wow, hast du gesehen, wie die uns angeguckt haben? Die sahen so aus, als hätten die uns fast vermöbelt. Okay, auf geht's. Lass uns zum Haus des Verdächtigen fahren. 27. Wo ist die Hausnummer 27? Ah, da. Hier ist scheinbar die Hausnummer 27. Alles klar, wir rufen das SEK als Unterstützung an, oder? Ja, auf jeden Fall rufen wir das SEK an. Wir setzen erstmal zurück und halten uns im Hintergrund. Alles klar, Jungs, wir sind da. Aussteigen, alle aussteigen. Okay, passt auf. Wir wurden beauftragt, dieses Haus zu räumen und alle Verbrecher festzunehmen. Gestohlen wurde Gold aus der Asservatenkammer. Passt auf, die beiden Verbrecher sind anscheinend bewaffnet. Es ist also oberste Vorsicht geboten. Die beiden verstecken sich im ersten Stock. Das heißt für uns also, dass sich einer von oben abseilt. Einer bleibt hier draußen, markiert von dort mit seinem Scharfschützengewehr. Und der dritte geht von unten rein. Auf los geht's los. Seid ihr bereit? Jawohl, ja, Chef. Bereit. Ich sichere die Eingangstür. Und ich seil mich ab. Scharfschütze 1, ich bin in Position. Habe Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, Sichtkontakt zum Ziel. Ich bin auch bereit. Bin in Position. Kann mich abseilen. Der Haupteingang ist auch gesichert. Wir können zugreifen. Wiederhole, wir können zugreifen. Sehr gut, Leute. Scharfschütze, wie ist die Situation der beiden? Sind sie bewaffnet? Bitte Statusbericht, bevor wir zugreifen können. Ohne meine Erlaubnis erfolgt kein Zugriff. Ich wiederhole, kein Zugriff ohne meine Erlaubnis. Finger ruhig halten. Habe Sichtkontakt, ich kann sie sehen. Sie sind nicht wirklich bewaffnet. Der eine hat eine Brechstange, der andere zählt die Goldbarren. Es wäre jetzt der perfekte Moment, um zuzugreifen. Ich wäre auch bereit für einen Zugriff. Ich kann reingehen. Wie ist der Statusbericht? Alles klar, Leute. Ziele erfassen und Zugriff. Alles klar, Zugriff. Alles klar, Zugriff. Keine Bewegung, sie sind verhaftet, alle beide. Kommen Sie langsam raus und nehmen Sie die Hände hoch. Oh nein, wir wurden geschnappt. Was soll das denn? Kommen wir jetzt auch ins Gefängnis? Ja, wir bringen euch jetzt hinter schwedische Gardinen. Aus die Maus und jetzt die Hände auf die Motorhaube. Oh nein, dabei wollten wir gerade Flüge buchen, dass sie uns jetzt auf den letzten Metern erwischen müssen. Ich will nicht ins Gefängnis. Sei ruhig und sag nichts. Sag einfach nichts. Du darfst nichts sagen. Ruhe da vorne. Genau, Ruhe da vorne. Wir legen ihnen jetzt Handschellen an und dann geht's ab in den Knast. Sehr gute Arbeit, Jungs. Das Gold ist gesichert. Wir können die Bahn jetzt festnehmen und dann ab mit ihnen ins Kütchen. Hey Leute, was meint ihr? Das waren aber nicht die schlauesten Verbrecher, oder? Schreibt doch mal einen Kommentar dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert doch diesen Kanal und liked auf jeden Fall das Video. Und den Kanal abonnieren könnt ihr ganz einfach, indem ihr hier oben links auf das Logo klickt. Haha. Und hier rechts gibt's noch zwei weitere Videos zu sehen. Schaut doch einfach mal rein. Bis zum nächsten Mal. Okay, Jungs, bringt sie ins Auto.